Schauen wir mal, was der Jochen mir mitgebracht hat. Achtung scharf, Jochen. Achtung scharf. Ja, macht das bitte nicht weh. Ich mache mir nicht weh. Mach mal drei Wunschfarben. Ja. Aber jetzt nicht hier Rotweinblau. Rotweinblau sage ich schon. Jochen, die Leute, die kennen Uni Erz schon seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren hier auf dem Kanal. Habt ihr das eigentlich auch alle, den Fachmann oder die Fachfrau eures Vertrauens? Für Backwaren gehe ich zum Brotsommelier. Wenn ich was reparieren lassen will, dann ja, frage ich Opa. Und für Gartenwerkzeuge, da habe ich Jochen. Kommt mit. Servus Jochen. Hi Max. Schön, dass es geklappt hat. Was hast du mir denn da mitgebracht? Ja, lass dich mal überraschen. Darf ich einen abnehmen? Gerne. Mega cool, komm mit. Ja. Warenpräsentation, kann ich schon mal sagen, Jochen, eins mit Sternchen. Mir falle direkt ein paar prägnante Veränderungen hier auf. Wollen wir da mal drauf eingehen, was du hier gezaubert hast? Gerne. Da haben wir die Stilo. Und ganz prägnant, was mir ins Auge gestochen ist, ist nicht die Farbe hier, dass wir hier eine graue Beschichtung haben, sondern wir haben eine RAL 7016 Pulverbeschichtung. Mhm. Also ganz was anderes. Das ist das, was einem sofort ins Auge sticht. Die neue Farbe mit der Beschichtung. Vorteile. Weil früher hatten wir hier auch was drauf, aber das war noch aufgesprüht, ne? Genau, was das ist der Vorteil. Ein Sprühlack, der seine Funktion erfüllt. Er tut das Werkzeug schützen, gibt eine schöne Farbe. Allerdings ist er nicht so dick. Dadurch ist er empfindlich. Mhm. Empfindlicher für Stoß- und Kratzbelastungen. Macht an der Stelle zwar weniger aus, aber wir haben uns entschieden, dass wir da eine Verbesserung durchführen. Ja gut, umsetzen. Wir haben es ja schon oft in unsere Telefonate drüber gehabt, was will man verbessern an Sachen, die schon ziemlich ausgereift sind. Ja. Und das war ein Faktor, eben diese Pulverbeschichtung. Genau. Und die ist jetzt einfach widerstandsfähiger. Ach, innen ist sie auch, genau. Ja. Das heißt, wir haben eine komplett umwandelte Hülse. Mhm. Also das ist auch der Gimmick bisschen. Ja. Und da braucht man die Hilfe der Zuschauer und Zuschauerinnen, denn es bestand die Überlegung, wollen wir das vielleicht in mehreren Farben anbieten? Ja, wir haben uns jetzt für RAL 7016 entschieden. Das ist ein Standardfarbton, der sehr elegant ist und deswegen wird überall benutzt. Es ist sehr, sehr weit verbreitet, aber vielleicht gibt es ja der ein oder andere, der sich da was Poppigeres wünscht. Möglicherweise ein grelles Gelb, ein kräftiges Rot oder auch ein zartes Grün, wer weiß. Okay, also im Farbspektrum haben wir viele Optionen. Ja. Ne? Okay, dann macht doch mal einen Kommentar unter diesem Video und schreibt mal eure drei Wunschfarben für so einen Aufsatz in die Kommentare. Machen wir drei Wunschfarben. Ja. Aber jetzt nicht hier Rotweinblau, Rotweinblau sage ich schon. Rotweinrot, Knallrot, ich kenne wenig Rottöne. Einfach Rot, Blau, Gelb, das reicht fürs Erste. Das würde reichen das kommt für die Annäherung. Ja. Jetzt haben wir hier aber nicht nur die Pulverbeschichtung, die ins Auge sticht, sondern, ja Leute, ich weiß, ich habe auch ein bisschen mitentwickelt. Wir haben hier, ich sag mal, einen stabileren Stahl und das ist ich sag, Grüße ans Uni-Team, die daheim sind. Ich wollte es ja eigentlich die Grobmotoriker-Serie nennen, aber es ist jetzt die Spezialserie geworden. Ja. Was ist jetzt neben der Pulverbeschichtung hier bei der Spezialserie, die es auch als Handkelle gibt, noch besonders am Stahl? Spezial. Wir haben hier einen Hochleistungsstahl. Das heißt, ein Stahl, der für spezielle Maschinenbauanwendungen eigentlich entwickelt wurde und wir ihn zweckentfremden und ins Gartengerät rein konstruiert haben, weil er ganz tolle Eigenschaften hat. Also das hat eigentlich, es ist way over the top oder zu viel eigentlich für einen Garten, könnte man sagen, von Qualität. Ja, man muss es eigentlich sagen, ja. Aber warum haben wir es dafür entschieden? Er hat eine unglaubliche Härte und eine unglaubliche Schneidenstabilität. Und unser bisheriges Werkzeug hat auch einen sehr, sehr hochwertigen Werkzeugstahl. Aber der ist noch mal ein Stück härter und verschleißfester. Und er hat die Eigenschaft, dass er völlig unempfindlich ist gegen Witterungseinflüsse. Mhm. Also weder Rost, noch Flugrost, noch Nässe, noch Kälte, irgendwas. Nichts kann diesem Stahl was anhaben. Also wenn ich hier mal
Und Leute, ihr wisst, Erhard hat mich früher immer geschimpft, ich muss meine Kellen besser pflegen. Aber ich vergesse auch ab und zu mal dann irgendwie im Beet stecken oder so. Hier brauche ich mir weniger Gedanken machen, dass damit was passiert. Ne? Dann kannst du 2 Wochen ins Beet stecken und gießen auch noch. Aber es wird nichts passieren. Man müsste sich nur Sorgen machen über den Holzstiel, der dann praktisch Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Aber an dem Blatt wird's, oder auch an der Angel wird nichts passieren. Weiterer Vorteil ist, du hast schon mal gesagt, ich brauche dann wahrscheinlich auch weniger Schärfen, weil, oder Nachschärfen, sagen wir es eher so. Jetzt offen transparent, Leute, ihr wisst auch, es ist eine Werbung, aber ich finde, es ist eine sehr angenehme Werbung, weil Jochen, die Leute, die kennen Uni-Erd schon seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren hier auf dem Kanal. Kommst du auch noch? Ja klar, ich komme auch noch. Ja. Da bin ich auch drauf, Erd. Ja gut, so. Ja, also ich freue mich, dass ihr 2 wieder gekommen seid. Gut, ich bringe die kurz vor zum Erntekorb und bin gleich wieder da. Ja. Und bitter oder gut? Ihr wart auch mit dabei beim Entwickeln. Und so sollt ihr auch mal ein bisschen die Chance dazu beihaben, wenn es für euch interessant ist, wie das halt entstanden ist oder was wir so drüber denken. Und dementsprechend auch alle Themen beleuchten. Also es gibt auch, ich sag mal, einen negativen Aspekt. Hier steckt mehr, wesentlich mehr Arbeit drin in der Fertigung. Wir hätten zum Beispiel einmal die Angel muss ans Blatt. Was macht es kompliziert? Ja, das Problem ist, solche Hochleistungsstähle sind schwer zu verarbeiten. Zum ersten Mal muss man die Kontur aus dem Blech raus lasern. Also wir lasern das raus. Dann haben wir das Problem, ein Stahl, der sehr hart ist, der muss natürlich auch mit speziellen Werkzeugen bearbeitet werden, weil er sehr widerstandsfähig ist. Also da kann ich nicht mit normalem Schleifblatt dran oder irgendwas. So, die 0815 Metallbaufirma. Funktioniert nicht. Okay, kriegst du nicht hin. Auch das Spannen von so einem Teil. Keiner macht sich natürlich über die Fertigung von solchen Dingen Gedanken. Wie spanne ich das? Wie kriege ich das fest? Auch spezielle Anforderungen. Oder auch die Angel. Übrigens auch 10 mm Edelstahl, also sehr, sehr robust. Aber auch das Anschweißen an das Blatt, es stellt sehr, sehr hohe Anforderungen an das Schweißverfahren, weil die Schweißung muss natürlich qualitativ gut ausgeführt sein, heben, den widrigsten Belastungen keine standhalten. Keine Oberfläche dazwischen, wo keine Angriffsfläche wäre. Keine Lymphrisse oder etc. Und das Ganze, macht er bitte nicht weh. Ich mache mir nicht weh. Es ist verdammt scharf. Es ist verdammt scharf auch noch. Er hat auch keine Angst, dass sich der Kelle weh macht, sondern dass ich mir weh mache. Sympathisch, danke. Nee, da rüttelt sich nichts. Nein, definitiv nicht. Ja. Und dann haben wir noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte, weil es mich früher total fasziniert hat. Der Erd hat ja früher selber auch den Wellenschliff händisch. Ja. Ne? Wirklich. Das ist da, glaube ich, sehr schwer, sehr kosten- und zeitintensiv. Wie wird jetzt hier der Wellenschliff gemacht? Wir müssen... Produktionsgeheimnis. Haben wir jetzt das Geheimnis verraten, oder? Demjenigen, dem das was sagt, weiß sofort, dass das teuer ist. Aber die spezielle Kontur können wir nur so leider herstellen. Das ist auch ein dickes Blatt. Da wird man sich den Wolf schleifen. Okay, gut. Ja, das mal zur Spezialserie, zur neuen. Alles im Uni-Erd-Shop, wenn das Video veröffentlicht ist, definitiv im Shop. Ja. Und die Tests und dergleichen, ihr werdet in dem Video sicherlich auch noch was sehen, aber das folgt dann auch in den nächsten Gartenkanal-Videos wie gewohnt. Also kostenloses Abo lohnt sich. Nee, die will ich nicht. Guck mal, da habe ich eine ganz ohne Spray, ohne alles. Ach was? Das ist tatsächlich... Das muss ein Testdinger sein, weil der ist nicht... Definitiv. Ach, das... Auch hier mit dem Bogen auch noch. Ja, hier der Bogen, hier ist nicht geschliffen, hier die Angel ganz anders. Ja. Gerade so ein bisschen die Werkzeughütte durchgegangen und wir grinsen beide gerade, wir freuen uns riesig, wir haben was entdeckt und zwar einen Unkrautschreck-Aufsatz ohne Sprühlack, ohne irgendwas dran. Wir haben ihn uns anguckt, wie er bearbeitet ist, teilweise auch noch ohne die späteren Schliffe und so weiter. Das hier war der Prototyp, den ich mal vom Erd bekommen habe. Ne? Wahnsinn und immer noch verdammt scharf. Und das Teil ist mindestens 7 Jahre alt. Also Wahnsinn. Das ist auch kein einziges Mal geschärft worden, kann ich dir sagen. Also das gehört ins Museum. Das kommt auch ins Uni-Erd-Museum irgendwann, wenn es soweit ist. Wahnsinn. Also Unkrautschreck, Prototyp XY vor jeder Zeit. Jetzt haben wir... Unkrautschreck, Aufsatz, na? Also wir hatten es gerade mit
Spezialserie, Pulverbeschichtung. Jetzt haben wir den Hochleistungsstahl. Ja. Jochen korrigiert mich, wenn ja, ich nee, fachlich nicht korrekt bin. Passt, alles perfekt. Haben wir jetzt aber auch bei den Handgräten. Weil, also, ich glaube, die Handkelle Krümelo immer noch mein Lieblingsgerät, muss ich sagen, oder das, was ich am häufigsten und am meisten auch benutze. Und wir haben hier einen erheblichen Unterschied jetzt auch noch zu der normalen Kelle, die auch super, super toll ist, aber wie gesagt, grobmotoriger Serie. Wir haben die auch ein bisschen, ich mache euch eine Nahaufnahme, von der Angelhöhe angepasst. Ja. Und da ergeben sich auch weitere Features. Das eine ist mir zum Beispiel beim Arbeiten aufgefallen. Ich habe mehr Raum zwischen meiner Hand, Kelle und somit auch dem Boden. Ich mache jetzt alles mit den Händen vor, das müssen wir alles mit Überblendaufnahmen da machen. So, und ich habe natürlich eine ganz andere Form der Kraftübertragung. Jetzt darfst du weitermachen. Genau. Auch hier wieder das Spezialblatt aus dem Hochleistungsstahl. Dieselben Eigenschaften wie unsere Stielgeräte. Sehr, sehr, sehr stabile Schneidkanten, die sehr lange scharf bleiben. Man hat es ja gesehen an dem Gerät. Mhm. Wir haben jetzt noch einen hochwertigeren Stahl. Die Standzeiten müssen beeindruckend sein. Also wir versprechen uns sehr, sehr viel davon. Haben das auch schon getestet und haben es nicht stumpf gekriegt. Aber vielleicht über die Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht kann das mal passieren. Letztendlich haben wir auch hier eine verstärkte Angel, die mehr Platz zum Arbeiten lässt, aber die auch, sage ich mal, wenn man was freikratzen möchte. Also ich nutze das tatsächlich als, wenn ich in meinem Bordstein wieder hohes Unkraut habe und nicht mit dem Brenner dran will, dann gehe ich einfach mit der Kante rein und ziehe durch einmal und habe keine Sorge, dass ich irgendwie mit meinen Handknöcheln am Boden entlang schrappe, was halt bei der alten alles mal passiert ist, weil halt die für andere Tätigkeiten konzipiert wäre. Die hat halt noch einen weiteren Einsatzbereich gefunden bei mir, in dem ich halt auch tatsächlich mal irgendwelche Bordsteine freikratze. Habe ich auch nur in der Praxis festgestellt. Zuerst habe ich mich gefragt, warum never change a winning team, warum was sozusagen anpassen oder verändern, was da gut läuft. Aber das ist auch so eine Geschichte. Also finde ich da vor allem, wenn wir wieder auf den Punkt grobmotoriger gehen oder sagen wir auch mal Männer mit größeren Händen oder etwas imposanter, die können damit, glaube ich, auch ein bisschen, kräftiger Arbeiter. Genau, also die kriegt man nicht kaputt, definitiv nicht. Und was wir auch noch erwähnen wollen ist, ich lasse dich ganz kurz stehen, ich husch hinter die Kamera und bin gleich wieder da. Irgendwo habe ich es doch hin. Was suchst du denn? Die Kelle mit dem Kunststoffgriff. Ah, da, hier. Früher mit Kunststoff und dergleichen, wird aber abgeändert. Wieso? Genau, im Sinne der Ökologie. Danke. Möchten wir uns vom Kunststoff trennen, haben uns getrennt und sind auf hochwertige Holzhefte umgestiegen. Auch in unseren Stielen haben wir jetzt, steck's mal wieder hin, hochwertige Eschenstiele. Und die können auch mal, das wollte ich noch einwerfen, verschiedene Farben haben, weil es ist ein Naturprodukt. Ist ein Naturprodukt. Wird bei uns in den Nachbarort gefertigt, also eine externe Fabrik, die auch diese Holzstiele herstellt. Also alles made in Germany. Man merkt auch im Unterschied zu den Stielen, die es im Baumarkt gibt, die meistens aus Fichte ist, dass die halt ganz anders in der Hand liegen. Die sind schwer, die sind robust, die sollen ja auch halten, die sollen ja zu unseren Hochleistungsstählen passen. Kamera nickt. Also, hier haben wir einen Werkzeugstahl, der ist ein bisschen pflegeintensiver oder deutlich pflegeintensiver als der Hochleistungsstahl. Ich sollte hier gucken, dass ich vielleicht halt einmal mein Tuch sauber mache, mit der Drahtbürste drüber gehe oder noch besser Öl, wenn ich Rostflecken und so vermeiden will. Stimmt? Genau. Sehr gut. Und den kann ich auch mal im Garten vergessen sozusagen. Ja. Ja. Daumen hoch für mich. Mach mal weiter. Das kriegt man so raus. Keine Sorge, ich mache mir nicht weh. Es ist immer noch höllisch scharf. Ja. Der ist natürlich ein klein wenig stabiler, ein bisschen fester. Ja. Und wenn man da vielleicht etwas intensiver arbeitet oder nicht so achtsam irgendwo anstößt, also ich habe hier auch noch keine Probleme gehabt, aber der bleibt länger scharf und man kann damit einfach ein bisschen grobmotorischer arbeiten. Unwort des Videos, Grobmotorik. Ich versuche alles, damit es noch der Name der Serie wird. Nee, das sind immer die grundlegenden Unterschiede, würde ich sagen. Gibt es noch einen, der dazukommt? Schnitt, Schneid.
Stabilität hast du vorhin mal gesagt. Ja. Also hier kriege ich auch eine riesengroße Distel, glaube ich, gut ab und durch. Aber damit kriege ich die mega riesengroße Distelwurzeln definitiv durch. Ne? Ja. Kann man so sagen? Ja, definitiv. Gut, Leute, ihr wisst Bescheid. Und auf jeden Fall bei Uniert im Shop vorbeischauen. Oberster Link in der Videobeschreibung, im Kommentar. Und Feedback, Kritik und so weiter gerne an uns, ja, gerne an Uniert, gerne in die Kommentare. Ich denke, ihr wisst, wir sind darüber. Ja, sehr froh und glücklich, wenn sowas kommt. So sieht ein Aussatz übrigens verpackt aus, wenn er zu euch kommt. Und Achtung scharf. Achtung scharf, Jochen. Achtung scharf. Ja, unsere Geräte sind wirklich messerscharf. Und wir möchten mit dem Hinweis hier nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr bitte, bitte, bitte beim Auspacken und beim Handhaben unserer Geräte entsprechend Vorsicht walten lasst. Am besten ist, ihr tragt Handschuhe. Ja, Gartenfreunde, das Laub fällt so langsam. Es ist Zeit, den Garten winterfest zu machen. Und da helfen mir auch die Uniert Gartenkellen hier. Wenn ihr an den Uniert Gartenkellen interessiert seid oder an der Spezial- bzw. Grobmotoriker-Serie, schaut gerne über den obersten Link in der Videobeschreibung oder im obersten Kommentar vorbei. Ansonsten war das natürlich hier oben eine Dauerwerbesendung, auch dementsprechend gekennzeichnet. Ich hoffe dennoch, dass es für euch und auch die Fans hier von den Uniert-Produkten interessant, spannend und aufschlussreich war. Feedback und so weiter, weitere Content-Ideen für Jochen und mich, alles gerne unten in den Kommentaren da lassen und auch bei so einem Video gerne das Däumchen nach oben da lassen und nicht vergessen. Dankeschön dafür. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!